Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wie ihr sehen könnt, befinden wir uns immer noch im Palast, weil es gab eine Überraschung. Hier, neue Leute aufgetaucht sind. Sajid bringt Neuigkeiten. Den Monden sei Dank. Sajid machte sich Sorgen, ihr könntet mit der Flut in See gestochen sein. Fürstin Arabelle schickt diesen mit dringenden Neuigkeiten. Was sind die dringenden Neuigkeiten, Sajid? Nun, Fürstin Arabelle vertraut Sajid nicht wirklich alle Einzelheiten an. Doch sie machte Sajid sehr deutlich, dass sie dringende Angelegenheiten mit euch zu besprechen hat. Also hat sie Sajid entsandt, um euch zu finden. Was hat Fürstin Arabelle genau gesagt, Sajid? Sie sagte, Sajid, ich habe dringende Angelegenheiten mit unserer Freundin zu besprechen. Geht und findet sie, mein Teurer. Dann sagt ihr, dass ich im allraunen Herrenhaus auf sie warte. Das ist genau das, was sie gesagt hat. Fragt Kaska, sie hat es auch gehört. Ich treffe Fürstin Arabelle im allraunen Herrenhaus. Wenn dieser so darüber nachdenkt, muss es um die Friedensverhandlungen gehen. Königin Eiren und die anderen Anführer sind verärgert, dass sie noch nicht begonnen haben. Beeilt euch, Freundin. Geht zum allraunen Herrenhaus. Und sagt Fürstin Arabelle, dass Sajid euch geschickt hat, so wie sie es wollte. Die Friedensverhandlungen haben noch nicht begonnen? Nein, und Königin Eiren wird von Sonnenlauf zu Sonnenlauf entnervter. Tatenlosigkeit schmerzt sie. Fürst Baccaro hält uns hin und Fürstin Arabelle ist nicht sicher, was zu tun ist. Doch von den Einzelheiten weiß Sajid nichts. Ihr solltet mit ihr sprechen. Okay. Es hört sich nicht gut an, aber ich kann es verstehen, dass die Königin da jetzt auch nicht so erpicht drauf ist. Dann sehen wir uns gleich im Herrenhaus wieder. So, sie ist wieder im Hinterhof, so wie es aussieht. Da. Ah, freut mich, euch zu sehen, meine Teure. Sajid hat euch also gefunden. Kommt. Wir haben viel zu besprechen. Rüssi, geh mal runter da von dem Buch, das ist unhöflich. Ich bin froh, dass Sajid euch gefunden hat. Manchmal schafft er es tatsächlich, mich zu überraschen. Ihr habt schon so viel getan, daher zögere ich nachzufragen. Doch Fürst Baccaro will nur ungern die Friedensverhandlungen fortsetzen, solange der Orden der Emporstrebenden eine Bedrohung darstellt. Meint ihr, der Orden der Emporstehenden stellt eine Bedrohung für die Friedensverhandlungen dar? Der emporstrebende Fürst und seine Schergen sind immer noch da draußen. Fürst Baccaro zögert, fortzufahren, solange es jederzeit einen Angriff geben könnte. Doch ich kann die Anführer der Allianzen nicht viel länger hier halten. Ihre Geduld angesichts der Lage wird langsam knapp. Würden die Anführer der Allianzen die Friedensverhandlungen nun wirklich aufgeben? Sie sind ein stolzer und wankelmütiger Haufen, doch sie haben eines gemeinsam, meine Teure. Sie respektieren euch. Geht zum Stadtpalast und sprecht mit ihnen. Bittet sie, geduldig zu sein. Redet anschließend mit Fürst Baccaro. Seht, ob ihr ihn davon überzeugen könnt, dass ich die Verhandlungen beginnen kann. Ich spreche mit den Anführern der Allianzen und Fürst Baccaro. Sucht die Anführer der Allianzen im Gonfalon-Palast auf und überzeugt sie, noch ein klein wenig länger zu warten. Sprecht danach mit Fürst Baccaro am westlichen Anleger der Stadt. Er ist schon seit Tagen dort und überwacht die Hilfsmaßnahmen der Liga der Standhaften für Galen. Warum sind die Anführer der Allianzen im Gonfalon-Palast? Ich musste sie irgendwo unterbringen, meine Teure. Und das Alraunen-Herrenhaus ist nicht groß genug, damit sie es bequem hätten, aber trotzdem ein angemessener Abstand zueinander vorhanden wäre. Es gibt im Palast mehr als genug Platz, um unbeaufsichtigten Streitereien vorzubeugen. Nett ausgedrückt. Könnt ihr sie nicht in ihre eigenen Königreiche zurückkehren lassen, bis wir den Orden der Emporstrebenden vollständig besiegt haben? Das würde zu nichts führen. Es brauchte ungezählte Stunden der Planung und der Vorbereitung, um sie alle überhaupt hierher zu bekommen. Und dann hätten wir sie mehrfach fast verloren. Nein, das ist unsere einzige Gelegenheit für Frieden. Wir bekommen keine andere, wenn sie gehen. Erzählt mir von den Hilfsbemühungen. Laut den Berichten, die ich erhielt, wart ihr dort, meine Teure. Ihr habt aus erster Hand die Zerstörung von Vastyr miterlebt, das Beben von Iphelon.
Die Liga der Standhaften schickt Hilfe auf die Insel, so schnell Schiffe die Überfahrt machen können. Frischt meine Erinnerungen auf. Wer ist noch gleich Fürst Baccaro? Fürst Baccaro Volorus, Philanthrop und Gründer der Liga der Standhaften. Er und seine Organisation geben sich große Mühe, jenen zu helfen, die vom Krieg der drei Banner und anderen Katastrophen betroffen sind. Zum Beispiel dem, was auf Galen vor sich geht. Und was hat Fürst Baccaro mit den Friedensverhandlungen zu tun? Er finanziert sie, meine Teure. Und er bezahlt auch unsere Gehälter. Behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr euch mit ihm unterhaltet. Bringt Fürst Baccaro dazu einzuwilligen, dass ich mit den Friedensverhandlungen beginnen darf, damit wir Großkönig Emmerich und die anderen an den Tisch holen können. Ja, sprecht mit den Allianzanführern. Oh, hi, Jakan. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Wenn man einmal die Kuh vom Eis holt, erwarten alle, dass man es wieder tut. Aber wenn man zwei Kühe vom Eis holt, ihr werdet keinen Moment mehr Ruhe kennen. Keine Sorge, ich komme euch nicht in die Quere. Ich bin offiziell aus dem Heldengeschäft ausgestiegen. Und zwar diesmal ernsthaft. Naja, wenn er sich hier gutes Leben machen kann, ne? So auf Kosten von ihr, dann würde ich das vielleicht auch machen. Keine Ahnung. Okay, die Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt genau hingehen? Hier steht trotzdem nur, dass ich nach draußen gehen soll. Ich schau mal eben draußen nach. Ach so, ja, das war der Palast. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Genau. Ach Gottchen, das ist ja alles so kompliziert. Also mit diesen Wegen und wo man hinlaufen muss. Und ja gut, und diese Questlinie haben wir jetzt natürlich auch schon eine ganze Weile vorbei. Bin ich gerade am Belegen? Moment. Nee, es war. War das nicht. Upsa. War das nicht hier drüber? So? Orientierungssinn gleich null in dieser Stadt? Oh, das ist nicht gut. Ja, ne? Finde ich auch nicht. Hilfe. Ja, ich auch. So, Hallöchen. Numero uno. Sie haben uns voneinander getrennt und halten uns unter ständiger Bewachung. Ich fühle mich wie ein Gefangener. Und alles nur deshalb, weil Fürst Baccaro die Unantastbarkeit dieser Friedensgespräche bewahren will. Doch ich möchte eure Neuigkeiten hören. Wo seid ihr gewesen, meine Freundin? An der Front. Und wir haben gesiegt. Naja, zum Teil. Nach Galen und nach Üphelon. Ich habe einen Komplott der Feuersang-Druiden und Meereselfen Einhalt geboten. Druiden und Meereselfen? Eindrucksvoll wie immer. Und habt ihr schon etwas über den Orden der Emporstrebenden und seinen mysteriösen Fürsten erfahren? Noch nicht, aber Fürstin Arabelle geht gerade neuen Spuren nach. Wir werden die Friedensverhandlungen bald ins Laufen bringen. Ja. Für eine bretonische Adlige scheint Fürstin Arabelle recht fähig zu sein. Ich weiß, dass mein Vater ihr vertraut, trotz ihrer Bande zu Emmerich und dem Bündnis. Nun, macht euch an! Ich kann es kaum erwarten, aus diesem Zimmer herauszukommen, damit wir endlich reden können. Ja, nicht, dass die nachher alle nur noch miteinander am Streiten sind, weil sie nicht aus dem Zimmer rauskommen, ne? Was ist das denn jetzt schon wieder? Achso, sprecht mit Königin Iron. Ich wollte gerade sagen, ist da jetzt wieder was Neues? Oh Gott, ja, okay. Die ist im Bankettsaal. Die werden echt voneinander ferngehalten, so nach dem Motto, du darfst jetzt aber da nicht rein, weil da ist jetzt der andere drin, oder wie? Das Großkönig Emmerich, aber egal. Früher genoss ich meine Besuche des Archipels. Sie waren eine willkommene Abwechslung von dem geschäftigen Treiben an meinem Hof. Doch wegen des Ordens der Emporstrebenden bin ich nun im Grunde ein Gefangener hier drin. Doch verratet mir eines. Was habt ihr so getrieben? Ich bin nach Galen gereist und nach Üphelon. Ich habe einen Komplott der Feuersang-Druiden und Meereselfen Einhalt geboten. Noch mehr druidische Verräter? Ich muss mich wirklich dringend mit ihren Ältesten unterhalten. Und sie haben mit den Meereselfen zusammengearbeitet? Es ist keine Allianz, die ich so vorhergesehen hätte. Doch was ist mit dem Orden der Emporstrebenden? Irgendwelche Spuren von ihm und seinem Fürsten? Fürstin Arabelle geht neuen Spuren nach, während wir daran arbeiten, die Friedensgespräche ins Laufen zu bringen. Ah, Arabelle.
Sie hat mich noch nie enttäuscht. Gebt ihr, welche Hilfe sie auch immer braucht. Ich habe seit der Feier noch nicht wieder mit Irin oder Irnska gesprochen. Ich glaube, ich vermisse sie tatsächlich. Die Wachen sind übermäßig bemüht, uns zu schützen. Und wir hatten so gut wie keinen Kontakt. Ihr habt nicht mit den anderen Anführern gesprochen? Nein. Fürst Baccaro will, dass die Friedensverhandlungen unter kontrollierten Bedingungen stattfinden. Er sorgt sich, dass wir noch einen Krieg anzetteln, wenn man uns allein machen lässt. Und ich bin mir nicht sicher, ob er sich irrt. Wir sind alle etwas hitzköpfig und stur, wenn euch das noch nicht aufgefallen ist. Ja, und er ist ja einer der stursten, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber wenn er selber das sogar einsieht, dann heißt das schon was. Okay, ich hatte aber gerade doch... Ach, dann ist sie über mir eventuell? Wobei, so groß ist der Palast jetzt hier auch nicht, ne? Ja, gut, größer als das Herrenhaus wahrscheinlich. Aber so groß, dass sie sich wirklich nicht über den Weg laufen können oder sollten, natürlich nicht. Bringt ihr Neuigkeiten, meine Freundin? Ist Fürst Baccaro bereit, uns zu rufen, damit wir endlich diese Friedensgespräche in Angriff nehmen können? Noch nicht. Der Orden der Emporstrebenden ist immer noch da draußen. Doch Fürstin Arabelle geht neuen Spuren nach. Nun, das ist ja wenigstens etwas. Doch ich schwöre, wenn sich nicht bald etwas ändert, lasse ich nach Kapitän Sagie rufen und kehre in meine Domäne zurück. Ich bin sowieso schon viel zu lange fort. Ihr würdet die Friedensgespräche aufgeben? Zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt zu sein, ist nicht gerade, was mir vorschwebte, als ich dieser Konferenz zustimmte. Ich werde noch ein wenig länger durchhalten, doch meine königliche Geduld wird knapp. Geht, meine Freundin, beendet die Bedrohung, damit wir zu der Angelegenheit kommen können, die uns hierher führte. Ja, vor allen Dingen bin ich ganz ehrlich, ich kann die auch absolut verstehen. Also, dass sie die Friedensverhandlungen trotzdem führen wollen, Hut ab, würde ich auch so machen, natürlich. Aber ich kann absolut verstehen, dass die, ja, nichts scheuen, sage ich jetzt mal, und dass es denen eigentlich egal wäre, ob da jetzt irgendwo Gefahr ist, dass die einfach nur zu diesen Friedensverhandlungen halt eben gehen möchten. Sucht nach den, ich sollte nicht laufen und gleichzeitig lesen, sucht an den Anlegern nach Fürst Baccaro. Das ist jetzt rechts von mir. Kommen wir da? Ach ja, genau, das war das, wo man immer so viel runterspringt und fällt, genau. Irgendwo hier rechts, da. Da sind die Anleger. So, und jetzt ist die große Frage. Wie kommen wir da jetzt am besten hin und wo ist er jetzt genau? Ist er jetzt da auf dem Schiff drauf? Das sieht man nämlich schon fast... Nee, Moment hier, oder? Ich fasse es nicht. Ihr habt alles ausgesoffen. Ja, natürlich ist er auf dem Schiff genau auf der anderen Seite. Oh, ich hab's doch geahnt. Ich hab es doch geahnt. Kommt man hier rüber? Nee, ne? Das ist nun... Obwohl doch hier. Wenn man einen Wasservogel abschießt, nachdem er sich einen Fisch geschnappt hat, sorgt das für zwei Mahlzeiten auf einmal. Ja, geil. Zwei Mahlzeiten auf einmal. Das ist richtig clever gemacht. Schaffen wir diese Vorräte an Bord. Die Bewohner von Galen brauchen unsere Unterstützung. Ich kümmere mich in eurer Abwesenheit um die Dinge hier auf Hochinsel Fürst Baccaro. Mögen die Bemühungen der Liga auf Galen den Bewohnern Vastyrs Erleichterung verschaffen. Ah, die Verteidigerin der drei Throne und Retterin der Systre. Ich fürchte, ihr erwischt mich zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Liga der Standhaften wird in Vastyr gebraucht und mein Schiff ist kurz davor, in See zu stechen. Ich habe beschlossen, die Hilfsmaßnahmen selbst zu überwachen. Fürstin Arabelle schickt mich. Sie würde gern die Friedensverhandlungen einleiten. Fürstin Arabelle nutzt jede Waffe in ihrem Arsenal. Deswegen habe ich sie angeheuert. Aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, meine Freundin. Es steht zu viel auf dem Spiel, um noch einen Rückschlag zu riskieren. Sobald die jüngsten Bedrohungen beseitigt sind, sollten wir anfangen können. Welche jüngsten Bedrohungen? Ich wollte Fürstin Arabelle gerade Bescheid geben. Meine Späher haben von Umtrieben des Ordens der Emporstrebenden an der Dufour-Werft berichtet. Ich habe einen Boten dorthin geschickt, um diese Berichte zu bestätigen, doch er ist noch nicht zurück. Ich fürchte, Herzogin Elea hat uns alle genarrt. Herzogin Elea? Was meint ihr?
Nachdem ihr entdeckt hattet, dass ihr Bruder der emporstrebende Markus war und ihn dann getötet habt, behauptete Herzogin Elea, mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt zu haben. In ihrer stoischen Trauer versicherte sie mir, ihr Bruder habe ohne ihre Erlaubnis oder ihr Wissen gehandelt. Da ihr gerade hier seid. Was geht euch durch den Kopf, Fürst Baccaro? Falls ihr immer noch mit Arabelle zusammenarbeitet, könnt ihr überprüfen, wie ernsthaft diese Bedrohung ist. Findet heraus, was aus meinem Boten bei der Dufort-Werft geworden ist. Dies könnte mir Sorgen nehmen, während ich Vastyr helfe und uns den Friedensverhandlungen näher bringe. Ja, kein Problem. Untersucht die Dufort-Werften. Dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt mal dahin auf und dann sehen wir uns gleich dort wieder. So, wir sind da. Ja. Im Moment sehe ich keine Gegner. Beim letzten Mal hatten wir ja Gegner hier. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da jetzt am besten... Oh. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Da sind schon wieder Gegner. Aber wie kommen wir da jetzt am besten rum? Das ist trotzdem die Frage. Was steht da? Untersucht? Ja, einfach nur untersucht, genau. So, müssen wir denn hin? Warte mal. Irgendwo. Ah ne, da drinnen. Kümmert euch um den Boten. Ritterhauptmann, die Liga der Standhaften entsandte einen Boten namens Dukan Genis zur Dufort-Werft. Er hat den Befehl, unsere Übernahme der Werft zu bestätigen und unsere Aktivitäten dort an Fürst Baccaro Volorus zu melden. Kümmert euch um den Boten, sobald er ankommt. Wir müssen unsere Gegenwart dort so lange es geht geheim halten. Die Dufort-Werft ist entscheidend für den Wiederaufbau unserer Truppen. Behaltet die Kontrolle darüber. Die Wahl der Mittel bleibt euch überlassen. Der emporstrebende Fürst. So, so. Es geht wieder alles von vorne los. Wo müssen wir denn hier hin? Ist auch nochmal untersucht, die Werft, aber... Ach, da. Das wird wohl der Bote sein hier. Der Hafenmeister versicherte mir, dass die verhüllten Ritter lediglich Söldner sind. Das Haus Dufort zum Schutz der Werft angeheuert hat. Aber ich traue ihm nicht. Genau genommen sehe ich hier keinen einzigen Arbeiter, der das Zeichen des Haus Dufort trägt. Ich fürchte, dass die Meldungen wahr sind, die Fürst Baccaro über abtrünnige Ritter erhalten hat, die die Werft requirieren. Ich plane, diese Informationen unverzüglich Fürst Baccaro vorzulegen. Obgleich der Hafenmeister darauf bestand, mich vor meiner Abreise durch die Werft zu führen. Wenn ich ablehne, könnte dies Verdacht erwecken. Also muss meine Rückkehr ins Herrenhaus der Standhaften wohl noch eine Weile warten. Ja, in dem Fall eine sehr lange Weile. Dann mache ich mich jetzt wieder direkt auf, zurück zum Herrenhaus und dann sehen wir uns gleich dort wieder. Windkralle, schreckliche Neuigkeiten! Fürstin Arabelle ist einer unbekannten Erkrankung anheimgefallen. Sie ist oben im Bett. Oje, oje, ich werde sofort nachher schauen. Aber sag mir erstmal, worum es geht. Als Sagi und Casca zurückkehrten, fanden wir Fürstin Arabelle bewusstlos am Boden vor. Wir brachten sie ins Bett und baten Druiden Ruvana zu kommen. Sie kann helfen, ja? Druiden haben Heilmagie. Das hat Sagi zumindest gehört. Die Treppe hoch, Fünfkralle. Ihr müsst nach Fürstin Arabelle sehen. Okay. Ich nehme aber immer gerne nochmal die Sachen mit, die hier drin sind. So, Fürstin Arabelle, Fürstin Arabelle. Ganz oben, oder? Gucken wir hier trotzdem nochmal kurz. Weil das ist so eine Ecke, wo man auch mal gut Glück haben kann und die Sachen dann gut einsammeln kann. Willkommen zurück, meine Teure. Sorgt euch nicht unnötig. Ich bin noch nicht tot. Fürstin Arabelle, ihr braucht Ruhe. Ich möchte alles über euer Gespräch mit den Anführern der Allianzen und Fürst Baccaro hören, meine Teure. Doch ich glaube, wir müssen uns erst um die Lage kümmern, in der ich mich derzeit befinde, wenn es euch recht ist. Was stimmt nicht mit euch, Fürstin Arabelle? Gift, würde ich denken. Ich zeige alle üblichen Anzeichen.
Gleich nachdem ihr gingt, bekam ich ein Paket. Mein Lieblingswein mit einer Glückwunschnotiz, weil ich die Anführer der Allianzen gerettet hatte. Ich hätte es besser wissen sollen, als mir gleich ein Glas einzuschenken. Doch es ist, wie es ist. Habt ihr irgendeine Ahnung, wer den Wein geschickt hat? Die Notiz bleibt verdächtig vage. Wenn ich nicht müde gewesen wäre und nicht 12 Dutzend andere Dinge im Kopf gehabt hätte, wäre das schon ein Alarmsignal gewesen. Stattdessen... Sei's drum. Sagt mir, ist Fürst Baccaro bereit, die Friedensverhandlungen zu beginnen? Noch nicht. Er hat mich zu den Vorwerften geschickt. Der Orden der Emporstrebenden benutzt sie immer noch. Wie kann das sein? Herzogin Elea versicherte mir, dass sie die Werften zurückerobert hätte. Wir werden uns später darum kümmern. Jetzt müsst ihr erst für mich herausfinden, woher das Paket kam. Ermittelt, wer mich aus dem Weg schaffen will. Es wurde nichts angerührt. Also nur mal so nebenbei, bisher hat noch niemand Herzogin Elea gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass sie irgendwo verschleppt worden ist. Das wäre jetzt so mein erster Gedanke. Der zweite wäre natürlich, man muss immer in alle Richtungen offen sein, dass sie uns wirklich verraten hat. Ich finde heraus, wer das Gift geschickt hat, Fürstin Arabelle. Alles ist genau dort, wo ich es hinterließ. Untersucht die Notiz und die Flasche sorgfältig. Seht nach, ob ihr sie zu ihrem Ursprung zurückverfolgen könnt. Und sprecht mit Rivana. Sie arbeitet daran, das Gift zu bestimmen und sich ein Gegenmittel zu überlegen. Mein Leben liegt in euren Händen. Bekommt ihr oft Geschenke von unbekannten Bewunderern? Eigentlich sogar öfter, als man meinen würde. Geht mit dem Metier einher. Ich bin recht berühmt, meine Teure. Doch ich hätte vorsichtiger sein sollen. Ich kann es mir nicht leisten, noch einmal einen solchen Fehler zu machen. Leute, die teure Geschenke schicken, wollen meist etwas dafür. Habt ihr eine Ahnung, wer euch den vergifteten Wein geschickt haben könnte? Und ist es überhaupt sicher, dass der Wein vergiftet ist, oder könnte die Notiz vielleicht sogar vergiftet sein? Das ist jetzt so mein Gedanke. Ich kann nur raten. Ich vermute, es war der emporstrebende Fürst. Doch die Nachrichten über die Dufour-Werften machen mir Sorgen. Haben wir Herzogin Elea falsch eingeschätzt? Hat sie mit ihrem Bruder zusammengearbeitet? Ist sie Teil des Ordens der Emporstrebenden? Wir brauchen Beweise, bevor wir jemanden anklagen können. Andererseits, wenn man die Notiz jetzt vergiftet hätte, dann könnte man eigentlich nicht sicher sein, dass sie selber die Notiz liest, sondern es könnte ja jemand anders vorgelesen haben. Hier, schaut mal, der ist für euch und sie hat nur den Wein genommen. Das kann natürlich auch möglich sein. Achso, die ist leer, die Truhe. Fürstin Arabelle hat Glück, dass Saji mich gerufen hat und nicht einen der Heiler der Liga der Standhaften. Sie hätten nichts gegen das Gift unternehmen können. Was meint ihr? Dieses Gift roch leicht nach Knoblauch und hat alle Anzeichen einer druidischen Komponente. Doch seine Wirkung erinnert mich an viel ältere Rezepte. Kein Heiler ohne druidische Ausbildung hätte auch nur die Zutaten erkannt, aus denen das Gift besteht. Ihr konntet das Gift aber neutralisieren? Nein, doch ich habe Fürstin Arabelle eine Tinktur gegeben, die ihren Zustand stabilisieren und die verheerendsten Effekte des Gifts verlangsamen wird. Ich muss in meine Werkstatt zurückkehren, die Komponenten analysieren und mein uraltes Kräuterapothekarium zu Rate ziehen. Ich bin mir sicher, ich habe so etwas schon einmal gesehen. Was soll ich tun? Genau das, worum Fürstin Arabelle gebeten hat. Findet heraus, woher der vergiftete Wein kam und wer ihn geschickt hat. Ich werde Saji noch mehr von meiner Tinktur und weitere Anweisungen geben. Danach muss ich eigene Nachforschungen anstellen. Trefft mich in meiner Werkstatt, sobald ihr könnt. Aber natürlich... Ach, da hüpft einer rum. Ich dachte gerade, was ist denn da hinten nicht in Ordnung? Glückwunsch zu einem weiteren Erfolg. An Fürstin Arabelle Davo Al-Raunenhaus Gonfalon. Ihr habt euch einmal mehr selbst übertroffen, werte Fürstin. Ich bin mir recht sicher, dass dank eurer Taten den Anführern der drei Allianzen ein grausamer und schmerzhafter Tod erspart blieb. Und Friede bleibt weiterhin nicht nur Hoffnung, sondern tatsächlich möglich. Bitte genießt diesen seltenen Jahrgang mit meinen Glückwünschen und leistet weiterhin ein derart vortreffliches Werk. Von einem treuen und dankbaren Bewunderer.
Abgesehen von der anonymen Unterschrift gleicht sie anderen Notizen, die ich erhalten habe. Dann haben wir noch Ermittlerin Wala auf Wadenfell. Das könnt ihr euch gerne durchlesen und damit die Geschichte komplettieren. Wäre schön, wenn wir irgendwo mal so ein Band von allen Geschichten von Ermittlerin Wala bekommen würden. Das wäre doch mal ein cooler Tipp, dass Zenimax selber sowas mal vielleicht veröffentlicht. Dann der Dufour Bernstein. Ihr müsst meine Augen und Ohren dabei sein, meine Teure. Sagt mir, was ihr entdeckt habt. Ich hasse es wirklich so, machtlos zu sein. Rivana sagte mir, ihre Tinktur könne die schlimmsten Auswirkungen des Gifts lindern. Doch ich fühle mich immer noch schwach. Als ob mein Blut in Flammen steht. Genug von meinen Problemen. Erzählt mir, was ihr saht, als ihr die Notiz und die Flasche untersuchtet. Die Notiz offenbart nicht viel, doch die Flasche trägt das Siegel des Hauses Dufour. Es ist ein einzigartiger Bernstein. Lasst mich raten. Der 571er Jahrgang. Es wäre mir schwer gefallen, zu einem derart exquisiten Wein Nein zu sagen. Aschfeldens Edel- und Importwaren. Der einzige Ort auf der Insel, an dem es noch ein paar Flaschen geben könnte. Abgesehen von den Privatvorräten der Herzogin. Geht und sprecht mit dem Händler, meine Teure. Ich finde bei Aschfeldens Edel- und Importwaren heraus, was ich kann. Fragt nach Filian Aschfelden, dem Besitzer. Er kennt mich gut und hat einen Platz bei den Küstenkünstlern hier in der Stadt. Und während Rivana an einem Gegenmittel arbeitet, schicke ich Sagi los, um sicherzustellen, dass die Anführer der Allianzen keine rätselhaften Geschenke annehmen. Oh ja, das ist sehr wichtig, weil sonst werden die als nächstes ausgeschaltet. Was natürlich gar nicht so doof ist von der Gegenseite, das muss man natürlich jetzt auch mal dazu sagen. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.